strahlenblauer Himmel, 23 Grad. Der Fußballer sagt dazu Kaiserwetter, aber in Neuss sagt man dazu Kirmeswetter. Eigentlich dauert es noch ein paar Stunden, bis die Kirmes offiziell eröffnet wird vom Bürgermeister Rainer Breuer. Aber wir nutzen die Gelegenheit, ein paar Stunden vorher schon drei Geheimtipps für euch zu testen. Legen wir los, gemächlich, mit dem Viva Cuba. Tier als Opfergabe mitgebracht, aber ich hoffe, ich kann diesen mysteriösen Voodoo-Jumper jetzt trotzdem mal testen. Erlaubnis habe ich mir gerade eingeholt. Ich habe mir ein YouTube-Video angesehen und dann bemerkt, dass es erst langsam losgeht und sich dann immer weiter hochsteigert. Und am Ende soll es wirklich heftig werden, aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ordentlichen Kirmesbesuch darf natürlich das passende Gruselerlebnis nicht fehlen. Dafür sorgt in diesem Jahr die Familie Mikli mit ihrem Geisterhaus. Ich habe gehört, da soll es nur so wimmeln von Spinnenweben, von gruseligen Puppen und allen möglichen anderen Effekten. Ob es auch uns begeistert, das werden wir jetzt mal herausfinden.